So, gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Leider abermals technische Probleme. Ich habe jetzt YouTube rausgeschnibbelt. Also die letzte Woche habe ich jetzt hier angefangen mit diesem Multistreaming, dass ich auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig streame. Aber damit macht er heute irgendwie Probleme. Also anscheinend wollen die YouTube-Server nicht und das kippt das Ganze dann auf Twitch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich hatte ganz viele Dropped Frames und andere Probleme, die sind jetzt aber anscheinend weg. Dafür werden mir null Zuschauer angezeigt, was wahrscheinlich auch buggy ist. Ach ja. Also ich warte erstmal ein, zwei Minütchen, ob da neue Dropped Frames auftauchen, ob der Chat sich wieder meldet und dann mache ich eine kleine Zusammenfassung. Vollpatsch meint, nach F5 sieht es stabil aus, aber da schon wieder der erste Dropped Frame. Meh. Hatte mit YouTube also wohl doch nichts zu tun. Also jetzt streame ich gerade nur auf Twitch. Und trotzdem kommt das auch. Sarah sagt auch guten Abend. Darren Katzerach habe ich auch schon gesehen. Gammel Opa. Leulasch hat subscribed. Dafür habe ich auch schon Danke gesagt. Misa ist da. Isa. Olle Wayne. Jetzt müsste ich nur noch ordentlich streamen können. Bisher ist es ein Drop Frame, das könnte okay sein. Bin sie extra zigmal durchgegangen, ob irgendwas im Hintergrund läuft, aber. Was für ein Drop Frame und was ist das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ein Frame ist einfach nur ein Bild. Weil momentan streamt er auf 60 FPS, das heißt 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, es ist sowas wie so ein Daumenkino, wo halt 60 verschiedene Bilder in der Sekunde kommen. Das ist Streaming oder das ist auch über den Bildschirm normal, wenn du Computerspiele spielst. Drop Frames heißt, dass er sich dabei verschluckt und die dann halt gedroppt werden, also runterfallen. Ja, und wenn das halt zu häufig vorkommt, dann fehlt was und das merkt das Auge auch und es führt zu Lag und ich weiß nicht, womit das dann genau zusammenhängt, aber es sorgt dann auch dafür, dass der Stream komplett hängt, was er eigentlich gar nicht dürfte, weil es hier nur ein, zwei Bilder sind. Aber ja. Na gut, ich versuche es einfach mal, aber faire Warnung, wahrscheinlich muss ich das Ganze irgendwann nochmal machen. Aber ich habe den Speicherstand, ja. Da lade ich den Speicherstand einfach neu. Also, ich habe gegrindet. Nicht so viel wie eigentlich geplant, weil uns da was in den Schoß gefallen ist. Nämlich dieses schöne Schloss hier, mal wieder. Der eine oder andere könnte es wiedererkennen. Ich glaube, das hatten wir in der 24-Stunden-Session auch. Ja. Und da dachte ich mir, boah, geil, ich habe ein Schloss geschenkt bekommen, jetzt habe ich erstmal Gold. Nein. Sie haben es nämlich anscheinend etwas historisch akkurater gemacht. Dass nämlich ein Titel gar nicht unbedingt so was Tolles ist, sondern dass das eine Riesenbelastung sein kann, vor allem auch finanzieller Natur. Das heißt, wir kriegen jetzt durch das Castle selber 70 Gold, durch, nee, durch das eine Dorf 70 Gold, durch das andere Dorf 50 Gold und 250 insgesamt. Aber da drin war eine Garnison, die 400 Goldmünzen gekostet hat. Also mehr als die beiden Dörfer und das Schloss zusammen. Also ich bin da schon mal im Negativen gewesen. Jetzt habe ich die ganze Garnison, fast die ganze Garnison da rausgeholt und jetzt nur noch Rekruten da reingeballert, damit es nicht so viel kostet. Und die guten Truppen sind jetzt gerade in der Party. Das heißt, ich konnte mir das sparen, sehr viel zu rekrutieren, weil ich einfach das meiste aus dem Schloss rausnehmen konnte. Sind jetzt nicht ultra hohe Typen, aber schon okay. Dafür, dass das Spiel noch nicht so alt ist. Also der Playthrough noch nicht so alt ist. Das heißt, damit können wir jetzt kämpfen gehen. Allerdings haben wir halt minus 442 pro Tag. Was übel ist. Das kriege ich halt nicht so schnell rein. Vollpatsch sagt, habe ich den Stream verpasst oder wie kommst du, dass du eine Burg hast? Nee, das war off-camera. Wir hatten ja letzten Stream schon den Vlandian gejoint, dass wir wirklich ein Vessel sind und nicht einfach nur noch Mercenary. Und sobald man ein Adliger ist in einem Königreich und man keine Titel, also keine Ländereien hat, ist man auf der Prioritätenliste für neue Burgen und so weiter am höchsten. Das heißt, ja, als das dann erobert wurde oder zurückerobert wurde von dem Wüstenvolk, wurde es uns zugeschoben.
Und zwar haben alle dafür gestimmt. Ich habe sogar absichtlich dagegen gestimmt, weil ich es eigentlich nicht haben wollte, besonders es off-camera ist. Aber ich wurde einfach überstimmt und habe das bekommen. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht so vorteilhaft, wie ich eigentlich dachte. Eigentlich dachte ich, wir kriegen dadurch noch mehr Gold, aber nö. Also unsere Truppen, die wir jetzt dabei haben, sind 700 Gold und das Ding ist nochmal 135 Gold. Also 835 nämlich Truppen. Aber na gut. Ich versuche jetzt mal ein lohnendes Ziel zu finden, wo wir schön Gold machen können und vielleicht ein paar Truppen verlieren können. Was komisch klingt, aber abermals historisch akkurat sein dürfte. Weil wenn man zu viele Untergebenen hat, die man nicht bezahlen muss, dann müssen die Untergebenen weg und Krieg ist super für sowas. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich denke, das passt. Oder wir überfallen dann doch mal eine Karawane. Nicht zum Töten, nur zum Erpressen. Wir brauchen Gold. Eine Karawane ist schneller. Ja, gut. Ja. Das Problem ist, die Burgen sind alle zu hoch. Die feindlichen Armeen sind zu groß. Wir haben, und jetzt Looter jagen geht auch nicht. Ich denke, wir müssten uns eine Armee. Oh, ach so, Villager, nein. Wir müssten uns eigentlich eine Armee anschließen. Oder wieder so eine Mini-Armee gründen, aber wir haben viel zu wenig Influence für sowas. Ich denke, was man normalerweise machen müsste, wäre das gleiche wie ihr hier. Brandschatzen. Aber ich versuche eigentlich Ashlyn so zu erpehen, dass sie halt ein ehrenhafter Charakter ist und die machen sowas nicht. Und Chef wird noch darauf hingewiesen, dass man sich wirklich auch um die Dörfer kümmern muss. Das ist richtig. Ich sollte jetzt eigentlich in der Nähe davon bleiben, regelmäßig alle Banditen töten, dafür sorgen, dass die Dorfbewohner auch in die Städte kommen, weil dadurch höher sie das Prosperity und dadurch kann man dann nach und nach dahin kommen, dass sie auch genug Geld bringen. Aber ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalte. Die habe ich jetzt einfach nur schnell umgekriegt. 445 Gold. Von so ein paar Lootern. Ist das Gold, was man bekommt, abhängig von der eigenen Truppengröße? Ich würde immer noch ganz gerne die Karawane hier überfallen. Auspressen, wie auch immer. Na gut, 500 Gold ist schon mal ein Tag Arbeit. Wir müssten jeden Tag eine 20er Looter-Truppe überfallen, damit wir uns erhalten können. Also plus Waffenverkäufe und so. Natürlich schon vorher. Die Waffen, die Schuhe da. Blandia has decided to make peace with Azerai. Okay. Oh, die Hideouts können wir aufräumen. Da verlieren wir Soldaten und kriegen guten Loot. Haben wir irgendwie Hideouts vielleicht in der Nähe? Keine, die eingetragen sind. Ja, dann gehen wir jetzt Hideouts jagen. Dum, 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 dum. Denk dran, nach 700 bis 900 Tagen ist Nereces Folly gescheitert, falls du die Quest dafür machen willst. Ich weiß nicht, wie die Hauptquest jetzt geändert wurde. Die hat kein Zeitlimit. Also, das Spiel hat sich sehr viel verändert, in den letzten Monaten, wo ich nicht gespielt habe. Also auch die ganze Dynamik, dass zwei Königreiche auf jeden Fall sich gegen einen verschwören oder sogar drei, wenn man die Hauptquest weitermacht, dass man dann quasi gar nicht mehr gewinnen konnte und solche ähnlichen Schätze, das haben sie alles rausgenommen. Also ich sehe da zumindest gerade keinen Timer drin.
ist zu schnell. So, wo war jetzt der Hideout? Da sind die Hideouts. Ja, wir können... Wir haben nicht unbedingt Gold über, aber wir sollten trotzdem mal gucken, ob wir billig Pferde bekommen können. Wird nicht angezeigt, aber schaltet nach 10 Jahren. Wann hast du das gemacht? Wie gesagt, ich hatte das auch, aber das war halt vor ein paar Wochen. Sollte jetzt nicht mehr so sein. Zumindest das, was mir gesagt wurde. Vor 1,5 Wochen. Na gut, dann müsste ich jetzt also noch aktiver nach den Ausrufezeichen-Leuten suchen. Das sind gute Preise. Zumindest für die. Hardwood sieht jetzt auch anders aus. Das sieht endlich aus wie Holz. So, Attack. Muss ich da selber mit? Ja, muss ich anscheinend. Sharpshooter. Nein, wir wollen keine Sharpshooter. Wir haben keine regulären guten Soldaten. Wir haben keine regulären guten Soldaten. Okay. Dann. Aber du kannst doch danach ein Königreich gründen, nur nicht mehr mit dem Banner. Okay. Ah, ihr könnt ruhig folgen. Einstellen, dass sie schießen dürfen. Döbel. Fire at will, genau. Ist auch ein Star Trek-Meme. Lass sie gleich einfach mal. Naja, wenn ich sie schaden lasse, verlieren wir sie. Können ruhig schießen, die Jungs, ne? Okay. Momentan ist es wohl so, du kannst 4 Workshops haben, aber unreguliert viele Karawanen. Ja, Karawanen sind doof, die mochte ich bisher nicht. Das ist viel zu unsicher. Kann so viel in die Hose gehen und wenn sie halt weg sind, sind sie kaum weg. Nicht bei den Workshops. Bei den Workshops haben sie sogar eingeführt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wenn man sie verliert, weil es ins Feinde Hände fällt oder ähnliches, kriegt man einen Teil von dem Silber zurück. War sehr gut. Ich denke nicht, dass die Highlights jetzt wirklich so eine gute Möglichkeit sind, an Gold ranzukommen. So eine Highlight leer zu machen, dauert viel zu lange. Ich lasse sie jetzt mal chargen und guck mal. Warum steht ihr beiden hier rum, während der Rest weggeht? Okay. Ein bisschen mehr Athletik, die Jungs. Nein, ja, bleiben wir nicht so sehr zusammen. Ja, Level up. Sehr schön. Ja, war dafür auch der 4. Kopfschuss, diese Mission oder so. Das muss belohnt werden. Irgendwie. Machst du Duell am Ende? Nö.
Ich habe noch absolut keine Skills für Duelle und keine Ausrüstung. Also ich würde es gerne, weil es eher zum Charakter passen würde, aber ne. Da ich ja nicht reloade bei jedem Fehler, will ich es euch nicht antun, denn jetzt schon den Stream quasi zu beenden, um das alles neu zu grinden. Also wenn irgendwas schlachtmäßig passiert. Hier müsste man den ganzen Hideout nur neu machen, was aber auch mal eben 10 Minuten sind. Deswegen, lass ich die Jungs das hier machen, das passt schon. Ja. Keine Verluste. Gut. Prisoner. Scheint was wert zu sein. Komm mit. Reguläre Truppen eher nicht. Nein. Loot ist richtig gut, ja. Okay, das ist dann doch fast die 10 Minuten in Höhen rumlaufen wert. Hä? Guck dir das mal an. Ka-ching. Hm. 16, warte, das haben manche noch nicht. Ah, doch, 17, 16. Haben doch die meisten. Okay, alles mit. Und alle Leute hier drumherum mögen uns. Ist ja nicht so, als wären wir bis vor kurzem noch mit dem im Krieg gewesen, ne? Und hätten wir deren Schloss bekommen? Oh Gott. So, Level Up, Crossbow. Reload-Zeit wird reduziert um 25% und auch die aller Fernkampftruppen, also um 5%. Oder die Knighter. Mehr Crossbow-Schaden gegen Britten-Einheiten. Oh. Also schon schick, ne? Vor allem oben ist es nur 5% für alle meine Truppen, unten ist es 20% für alle unsere Truppen. Aber es ist halt nur gegen die Reittiere, nicht gegen die Reiter obendrauf. Ja, dann nehme ich das da. So, dann ein Skillpunkt. Skillpunkt nutze ich für... Every villager party entering your town generates 10 gold time. Wir haben keine Town. Aber irgendwann vielleicht. Every profitable caravan, every profitable workshop gives you 1 renown per day. Ich denke, ich gehe in Richtung Trade, das ist nicht mehr allzu viel frei. Zack. Okay. Da ist der nächste Hideout. Irgendwie sieht sie gerade ganz schön grumpig aus. Pff, die Bild. Hat gerade richtig gut Beute gemacht, Mädel. Und dahin. Noch ein Hideout spottet, okay. So, mal alles aufstufen. Gut, Randa warten. Steigert der Trade Skill automatisch beim Kauf, Verkauf? Ja, er steigert, aber muss halt Cap dafür haben. Das Level-System ist hier ein bisschen komisch. Also je nachdem, was für Stats man hat und wie viele Punkte man hat, kann man einen Skill bis zu einem gewissen Wert steigern. Danach, selbst wenn man die Tätigkeit ausübt, kann man nicht höher werden. Man kann erst höher werden, wenn man den Stat, der dazu gehört, erhöht, also Int, oder einen Skillpunkt draufsetzt. Aber Skillpunkt kriegt man nur mit Level-Ups. Und Level-Ups bekommt man nur, wenn man Skills erhöht. Was man bei dem Skill aber zum Beispiel nicht mehr kann. Man muss dann irgendwas anderes steigern, um Level-Up zu bekommen, um Skillpunkt zu bekommen, um den Skill weiter steigern zu können, um dann damit wieder einen Anteil von einem nächsten Level zu bekommen. Ja.
Oh, also zwangsläufig sollte man alle skillen für Level-Ups und die Caps, ja. Deswegen mache ich auch gerne zwischendurch die Arena-Kämpfe, weil man da halt random Waffen teilweise bekommt. Also Städte haben ihre Vorlieben und Rassen haben ihre Vorlieben an Waffen. Aber es ist halt ein bisschen random und so kann man alles ein Ticken trainieren. Alternativ halt in Schlachten immer wieder was anderes machen. Also auch mal vom Pferd absteigen, um Classic zu skillen und solche Sachen. Steht er wer? Da steht wer. Jo. Und Chef hat gerade noch erwähnt, dass die Skills auch über Cap steigen. Ja, aber super langsam. Also das ist wirklich nicht merkbar für mich. Du ignorierst mich. Dödel. So, irgendwo guckt noch einer rum. Der sollte gleich gefunden sein. Da drin. Da. Okay. Das ist eigentlich Wüste, Jungs. Ah, oh, okay. Das war übel. Er hat ein paar mehr. Ich glaube, da nehme ich ein Duell an. Was könnte sonst? Könnte sonst zu viele Verluste bei mir bedeuten. Okay. Von links angreifen ist denn ganz praktisch, also von Ashlands links, weil er dahingehend nicht so gut blocken kann. Aber es ist halt super unangenehm, so auszuholen und nach da zu schlagen. Da ist kaum Schwung hinter. Und dauert länger. Jubelt! Verdammt nochmal. Prisoner kommen alle mit. Okay. Diesmal nicht. Oh, doch, da. Ein paar ganz nette Sachen. 13er Handschuhe noch für irgendjemanden. Zeug. Ja, alles mit. Dann. Und jetzt gehe ich erstmal verkaufen und gucke, wie viel wir jetzt da zusammengeräubert haben mit zwei Hideouts. Danach haben wir immer noch den da. So, Taverne. Erstmal 1500 für die Gefangenen. Das ist gut. Und Essen tacke ich mal fest. Hardwood. Hardwood habe ich gekauft für 19 oder so. Ne, weniger, was hier erst dunkler wird. Ich gehe mal so auf 20 runter. Schafe bleiben bitte da, Butter bleibt bitte da, Rüstung kann alles weg. Das sollte jetzt einen guten Boost geben. Okay. Da nicht ganz so viel. Aber das sieht schon besser aus. Warum kriegen wir plötzlich so viel Gold? Weil die Dörfer sich erholt haben. Oh, sehr gut. Ja, dann husche ich auch mal wieder nach oben. 47 Lute. Dann haue ich erstmal die 47 Lute um, dann husche ich nach oben, um noch mehr für die Sicherheit zu sorgen von dem Dorf und vielleicht nochmal anfangen, da Upgrades zu machen, weil die können ja auch Upgrades bekommen. Surrender die, yo. Da lasse ich sogar einen richtigen Kampf machen, bei Waller Berechnung, da geht das mal ein bisschen tricky. Bis, ja. Haben ein paar Bogenschützen, ne? Das Arm, Brustschützen. Ein bisschen vordrängeln und die kommen lassen.
Die Unschärfe finde ich gut. Also war es ein bisschen das Flimmern, wobei es eigentlich gar nicht jetzt flimmern sollte in der Nacht. Ja gut. Oh, ich habe den Fuß getroffen. Ja, leck. Ganz riskieren für andere Leute. Komm schon. Bleib am Leben, bleib am Leben. Bye. Irgendwo lebt da drin noch was. Hier ist vorbei. Ist okay. So, zurück nach oben. Looter können ignoriert werden. 25 Desert Bandits, nur 7 Cavalry, das könnte klappen. 4,6, wir sind bei 4,5. Vielleicht können wir sie da irgendwo in die Ecke locken. Nee, okay. Wir brauchen mal berittene Einheiten und mehr überschüssige Pferde. Ich glaube, das ist eher das Problem. Zu essen holen. Warum hakst du so zwischendurch spielen? Nö, ist kann alles weg. Also die Ausrüstung. Taverne haben wir nichts. Aufgaben. Wenn ich jetzt für einen längeren Zeitraum meine Truppen wegschicke, muss ich dann trotzdem mal für sie bezahlen? Mirascha für 100 hat sich ein Hero erkauft. Ja, es geht leider nicht hier. Kannst du auch selber machen, ich weiß. Also wie gesagt, danke für die ganzen hilfreichen Tipps. Aber ich spiele das Spiel schon seit, keine Ahnung, 200 Stunden oder so seit Release. Und habe in Warband 3000 Stunden. Das meiste sind halt echt eher Sachen, wenn irgendwas gepatcht wurde oder ähnliches. I'm rid of the poacher. Jupp. Das war eine Quest für den Anfang ganz gut. Weil die Quest Leder gibt, wenn man sie richtig macht. Wo sollen wir hin? Da. Also einen ganzen Stapel Leder, den man gut verkaufen kann. So. Wird langsam die Truppe. Wir müssen jetzt hier warten bis Mitternacht. Narben, verzichtest du mit Absicht auf Schmieden? Ja. Weil Schmieden momentan broken ist. Ich benutze es nur für den Skill Gain. Also off-camera zerlege ich alles in Einzelteile. Damit die Charaktere halt den Schmieden-Skill bekommen, um Level-Up zu bekommen. Aber ich benutze es nicht, um neu zu craften, die Sachen dann teurer zu verkaufen und all den Schnickschnack. Da kann man das Spiel richtig schnell richtig kaputt machen und das ist nicht, nicht vorgesehen so. Das ist ein Exploit. Unbeabsichtigt ja, weil sie das Balancing zerschossen haben, was sie hoffentlich bald fixen, aber es ist trotzdem dann ein Exploit, wenn man das benutzt. Fight Butchers. Für einen Eigenbedarf habe ich damit kein Problem. Also wenn man es wirklich nutzt, um dann seine eigenen Waffen herzustellen und die auch selber behält. Dann ja, aber wenn man das halt verkauft, dann ist es So. Archers, get moving! Move! Onwards! Stand up, footmen! Move!
Lilly. Geht doch mal lieber hier rüber. Ich glaube, die können auf dieses Plateau da rauf. Ja. Ich suche mal da oben Plätzchen. Sophia, du bleibst bitte hier, du bist meine Deckung. Hm? Gott. Ey. Verdrängt, dass Poacher größtenteils Fernkämpfer sind. Oder exklusiv Fernkämpfer. Ein Baum ist eine bessere Deckung. Ja, ja. Aber auf dem Baum kann man nicht so gut reiten normalerweise. Da ist noch eine. Sehen wir uns keine Tote. Ja, sehr gut. Dafür Poacher, die wir verkaufen können. Und hier. Naja, okay. Das ist eine miese Ausbeute. Früher gab es mehr. Ja, gut, das werde ich so schnell nicht wiederholen. Das hatte ich besser in Erinnerung. So, wo ist jetzt die Quest? Wir brauchen noch 4 Stück. Und ich muss jetzt aus dem Kopf wissen, wer zu welchem Volk gehört. Ich mag die Quest echt nicht. Ultimus Sin, ich mag absolut kein Backseat Gaming. Sorry. So, genau. Also an der Küste wieder nach oben zu unserem Dorf. Gucken, was wir bei unserem Dorf verbessern können mit dem bisschen Gold, was wir haben. Truppen keine holen, nein. Und dann erstmal dafür sorgen, dass es... Wir könnten einen zweiten Trupp gründen, also unseren Bruder wieder losschicken, dass er rekrutieren geht. Jetzt scheinen wir doch mit dem Geld einigermaßen klarzukommen. So. Oh, Crane haben wir für 8 gekauft. Geht wieder rund. Oh, geht richtig gut hier. Braucht noch etwas für uns, ne? Ja. Hardwood kann ebenfalls weg. Und dump. Waffen weg. Rüstung haben wir keine mehr. 3300. Läuft. So, Gefangene. Tavern. Poacher bringen irgendwie nicht so viel Gold. Da. So, wie geht's euch da? Ihr seid nicht mehr am Brennen. Das ist schon mal vorteilhaft. Und sie kommen sehr schnell an die Stadt ran. Ja, das ist gut. Wenn man deren Ware aufgekauft hat, mochten die das, glaube ich, auch. Müssen wir mal schauen. Manage Garrison. So. Ich hatte hier drin recht viele Rekruten zurückgelassen. Und die wurden anscheinend... Also es sind nicht viele Truppen. Also das ist jetzt ein Schloss mit 25 Einheiten. Das wird so schnell überrannt, das ist nicht lustig. Aber die Rekruten, die ich reingesteckt habe, wurden anscheinend jetzt ausgebildet. Die Mechanik funktioniert also noch.
du müsstest genug Gold haben für einen Workshop. Waren das nicht so 11, 10k? Die guten sind 13k gewesen, damals zumindest. Und dann hätte ich kein Geld mehr. Ich hätte schon ganz gerne erstmal einen kleinen Puffer. Weil sie haben die Workshops ja auch genervt. Seit damals. Das heißt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wenn ich jetzt einen Workshop kaufe, ob ich denn im Plus lande. Deswegen wollte ich jetzt noch ein bisschen mehr grinden und erst dann Workshops kaufen. So. Was wir machen könnten, wären ein paar unserer Soldaten hier lassen und dafür dann versuchen, mehr Berittene zu bekommen, um schneller zu werden. Oder wir kaufen einfach in unserem Dorf Pferde, das hoffentlich sehr günstig für uns ist. Naja, geht. Nicht sehr günstig, aber wir brauchen die Pferde einfach. Jupp. So, und dann unsere Schwester ist gar nicht dabei. Die Kleine. Die müssen wir noch abholen in Ruhwald, das habe ich vergessen. Achso, und der eine Companion, den wir von einem Lord zugesteckt bekommen haben, wurde abgezogen. Nach dem Totalverlust am Ende des letzten Streams war das, glaube ich, ist er in dem Gefängnis gelandet und dann haben wir ihn nicht schnell genug ausgebildet, deswegen ist die Quest gefailed. Heißt aber, wir haben Platz für zwei weitere Companions. Und sie halt. Thieves, so, Assign Governor. So konnten wir schummeln, ne? Also mit ihm würde ich ganz gerne eine Kampftruppe aufbauen. Ich glaub. Hast du überhaupt die Skills dafür? Hast keine Skills? Nein, wo ist es? Wo ist Stewardship? Crafting, Thievery, Charm, Leadership, Trade, Steward. Da, null. Er hat richtig viel. Okay, Nogant. Also 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, 2. Prosperity steigert sich durch ihn. Mehr, okay. Ja, dann bleib du mal hier. Ist sie jetzt dadurch nicht hierher gekommen, hm? Garantor Castle. Okay, der Bug oder was auch immer funktioniert immer noch. Also man kann so Leute zusammentrommeln, indem man sie assigned als Governor. Take you to party. So, Manage, was haben wir denn da? Wir haben schon gute Mauern, wir haben gute Granaries. Er ist jetzt der Meinung, wir bräuchten unbedingt ein Kastellan-Office. L1 Doppelpunkt minus 50% reduced militia during rebellion. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das macht. Also während man selber rebelliert oder während die rebellieren oder? Müssen wir gucken. Na gut, also du weißt wohl schon, was du tust. Wir haben genug Essen, wir haben genug Security, ist alles gut hier. So, dann können wir ihn aber nicht nutzen, um eine Truppe zu gründen. Wir können aber unsere Schwester nutzen, die dann hoffentlich gut Skillgame bekommt. Schauen wir mal. Recruit. Einfach alles, was wir finden können. Was nicht sehr viel ist. Ja, Problem ist, die sind jetzt alle schon Imperiale, sind keine Blandier. Ja komm, gehen wir mal in blandische Landen und versuchen da was zu finden. Oh, wobei, wir haben eh zu viele Einheiten, ne? Okay, dann mach Clan Party, Create New Party, Alter.
Alda bekommt. Das sind auch schon imperiale Rekruten gewesen. Okay, imperiale Rekruten. Du bekommst einen Gilman, nee, den wollen wir behalten, weil Reiter. Auch wenn er kein Vlandier ist. Du bekommst die reguläre Vlandi davon, Vlandi davon. Wir behalten die besseren. Mhm. Und so sollte das reichen. Damit kann sie jetzt schon mal die kleinen Looter umbringen. Und sie wird eh jetzt erstmal die ersten Wochen nur rekrutieren. So, Holding. Und da sie jetzt ein NPC ist, schummelt sie. Also sie kriegt einfach so Einheiten auf, wenn gar keine Einheiten vorhanden sind. Und ich finde es super, dass jetzt auf der Karte angezeigt wird. Ja, selbst wenn man weiter rauscrollt. Ah, schön übersichtlich. Gut. Also sehr, sehr positiv überrascht, dass sie so am Ball geblieben sind. Die letzten Monate jetzt und das Spiel immer weiter polieren. 38er Trupp. Ach komm. Nee. Natürlich. Natürlich die beste Kavallerieeinheit. Habe wenigstens jetzt nur noch rein vlandische Truppen. Ich nehme die mal mit für Favor, wenn wir das im Dorf abgeben. Also in den Städten abgeben, beim Dungeon. Ich hätte gerne alle eure Pferde und Mulis. Dankeschön. So, und die da. Schaut gut aus. Zoink, Trade. Hm. Ja, es ist das alte Muli-Problem. Aber ich hatte damit zwischendurch bei den Off-Camera-Grinds echt gut Geld gemacht. So, die weg. Die weg. Die weg. Hardwood runter auf 20. Flax kaufe ich immer so für 8 rum. Das kann alles weg. Grain behalte ich wegen Essen. Nur noch 5 Tage. Und so, 10.900. Wir sind im Plus. Income from Parties? Die haben das Spiel echt vollkommen von innen nach außen gekehrt, oder? Seit wann bringen die Partys was? Die haben doch irgendwas gekostet. Main Party Wages ist unser Trupp. Minus 693. Und wo sind die Party Wages für den anderen Trupp? Das heißt, warte, Schwesterherz, komm mal her. Wir stecken einfach jetzt ihr alle unsere guten Truppen hin. Macht auch Sinn, wegen Looterjagen. Ja, es macht auch Sinn. Und es würde auch wieder in das Konzept reinpassen, dass man halt die Verantwortung nach unten abschiebt. Also, dass der König halt einfach nur da ist und ein paar Entscheidungen trifft. Und alle Lords dann ihr Gebiet verwalten und einen Teil von ihrem Geld nach oben abgeben. Und die Lords haben dann die Baronen unter sich und die müssen dann noch kleinere Gebiete verwalten und geben den Teil zu den Lords ab und die Lords geben zum König ab und so weiter. Und so haben wir halt gerade die Verantwortung von unserer Schwester geschoben, die jetzt einen Trupp führen darf, aber das Geld zu uns gibt, was überschüssig ist. Ja, das würde in das Konzept super reinpassen. Das wundert mich halt nur gerade stark.
dass sie das so geändert haben. Wo ist der Trupp jetzt hin? Oh, über uns. Ja, jetzt können wir gucken nach einem Workshop. Vor allem, wenn das gleich klappt, was ich vorhabe. Nämlich alle unsere teuren Truppen an unsere Schwester zu geben. Die übrigens ganz schön flott unterwegs ist. Das kann weg. Warum willst du das nicht? So, es sind drei. Das auf 20 runter. Die Moody's habe ich für 45 gekauft. Ja. Normalerweise verkaufe ich sie eher so für 300. Aber da wir jetzt eh gerade mehr davon haben und ich ein bisschen Puffer haben möchte für die Workshops, ist das so okay. Hi. Mein Name ist Ashlyn, Madam. Dürfte ich nach deinem Namen fragen? Das ist deine Schwester. Okay. Das ist komisch. So, jetzt hier, du bekommst. Also ich würde jetzt gerne mit Ashlyn eine Reitertruppe aufbauen, damit ich mit Ashlyn die NPCs auf der Karte grinden kann. Das heißt, wir schieben jetzt alle Crossbowmen, die langsam sind, rüber zu ihr. Die Rekruten bilde ich aus zu denen da. Also warte, ich brauche die Infantrymen, den einen. Und die Infantry, weil die kann ich zu den Reitern machen. So. Und jetzt... Sehr gut. So haben wir jetzt weniger Kosten, weil Schwesterherz sich darum kümmern darf. Wir kriegen jeden Tag 240 Gold plus. Sie ist schon über dem Limit, oder? Ist sie? Mist. Oh ja, ist sie. Okay, dann hätte ich gerne alle Rekruten wieder. Danke für den Hinweis. Alle Rekruten wieder, imperiale und flandische. Ja, ist echt nicht viel, ha? Huh? Na gut, dann nehmen wir die Sharpshooter mit nach Hause. Und stellen die dann einfach in die Burg, wo sie eigentlich eh sein sollten. So, okay, wir brauchen noch einen Trupp. Können wir noch einen Trupp starten? Nee, ne? Wir können nur einen. Doch, können wir. Okay. Dann hätte ich gerne. Ich bin nicht falsch. Party. Ich hätte gerne eine neue Party und die Wrongt kann das anführen. Und sie bekommt jetzt Sharpshooter und die imperialen Rekruten. So. Kriege ich jetzt noch mehr Gold? Alles da jetzt kaputt. Party Wages Avrin the Wrongs Party minus 1706. So teuer waren die bei mir nicht, das ist doppelt so viel wie ich. Buggy? Oder ist das nur, weil sie richtig schlechte Skills hat? Minus 1800, was? Komm zurück! Bist du da drin? Wir müssen den Trupp unbedingt auflösen. Talk. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Wrong Party minus 1555. Es gibt keine Wrong Party mehr.
Sie ist alleine. Disband Party. Ja. Wir haben Hunger. Irgendwas ist falsch hier. Bisschen teuer, aber ist okay. Ich habe die Party gerade aufgelöst. The party is disbanding. Ja, gut. Behalte es im Auge, weil es kostet mich gerade. Jetzt kostet es wieder kein Geld. Also anscheinend ist die Anzeige da sehr verzögert. Und warum es jetzt plötzlich 1800 gekostet hat, weiß ich nicht. Es könnte sein, was ich mir vorstellen kann, ist, dass unsere liebe Anwen de Vrongt einfach nur richtig miese Skills hat und dementsprechend nicht Gehälter drückt oder lauter Boni auszahlt oder so. Weiß ich nicht. Also anscheinend sind Familienmitglieder das Mittel der Wahl, was Partys angeht. Die Prisoner, die weg müssen. Obwohl das die falsche Stadt ist. Na gut, egal. Nein. Okay, wo ist sie jetzt? Staying at quasi jetzt. Da ist sie hin. Okay. Du verdienst wieder Geld, ja. Nicht viel, aber ein bisschen was. Was ich jetzt gucken könnte. Wir haben jetzt. Ja, okay. Minus 16. Ich stopfe mal jetzt mehr Einheiten hier rein. Und gucke mal. Es braucht wohl einen Tag, bis abgedatet ist. Und gucke mal, ob die Einheiten, wie sie stationiert sind, weniger kosten. Ich glaube, das war nämlich früher in Warband so. Dass wenn Einheiten stationiert sind, dass sie weniger kosten. Weil die den ganzen Tag nur rumstehen und Ale saufen. Da haben sie nicht so viel Gehalt verdient oder Unterhalt verdient. Da ist sie ja. Kommen wir wieder mit. Gut. Aber nö, scheint kein Unterschied zu machen, ob bei mir in der Party drin ist oder in der Garnison. Wahrscheinlich, um genau sowas zu vermeiden. Sonst würde man einfach alles in die Garnison stopfen und dann, bevor man losreist, alles rausholen. Trotzdem habe ich wegen diesen paar Ticks minus 1700 Gold gut was verloren. So, und muss das wieder reinmachen, bevor wir drüber nachdenken können. Sehr gut. Bevor wir drüber nachdenken können, Workshop zu kaufen. So, schöne Combo. Oh, wir haben fast einen Rekruten, oder? Das habe ich vergessen. Wir haben ja keine super-duper Crossbow-Truppe mehr. Was könnte jetzt wehtun? Das wird nicht gut enden. Okay, ein Kill. Jetzt sind sie ja auch nicht am Problem. Jo.
weg. Das war eine gute Ablenkung. Unsere Truppen greifen uns hinten an. Das ist okay. Das müsste gute Erfahrungspunkte für die Rekruten gewesen sein. Ja, 20 Stück. Viel Renown, viel Moral, alles okay. Jo. Ich hätte gerne ganz viele Footmen. Zeug, ja, ich weiß, ich bin immer Limit. Soll ich gleich neue vlandische Rekruten holen? Also aus der Garnison. So, ja. Fisch ist okay mit 9. Kaufe ich mal bis 10. 2500. Aber könnte eine gute Gewinnmarge sein. So, Manage Garrison. Ich hätte gerne Vlandian Recruit. Sind nur noch 4 da. Vlandian Infantry. Du bist falsch. Die hier sollen mit. Um daraus die Reiter zu machen. Der Rest, die könnten noch mit. Ja. So. Hier rüber. Gucken, ob die Fische haben wollen. Welche Fische? Oh ja. Für 10 haben wir sie gekauft. Gehen wir mal auf 12. Gute Marge. Grain haben wir für 11 oder so gekauft. Können wir mal so runter. Hardwood kann bleiben. Habt ihr noch mehr schöne Pferde? Ein paar Mulis. Wie viele Mulis habe ich jetzt? 52. Okay, ich sollte aufhören, die zu kaufen und lieber versuchen, die irgendwo loszuwerden. Fische an eine Küstenstadt liefern, Fragezeichen. Ja, das ist. Hauptsache die Preise sind okay. Die haben wohl anscheinend keinen Bock, Fische zu verkaufen. Fische selber zu angeln. Aber ich kann zum Vergleich mal dahin laufen, wobei die auch am Fluss sind. Die sind allerdings alle irgendwo an Flüssen. Nein, das ist vielleicht nicht. So. No, nee. Das wird ignoriert, dafür werden wir jetzt die Prisoner los. Gucken da mal hin. Angeln ist zu anstrengend, lieber Krieg führen. Ja. Hier war auch irgendwo die Muli-Abladestation. Ich glaube weiter im Westen. Da, Oxhall oder so. Na, hier geht's auch. Nicht so super toll, aber trotzdem schon okay. Oh, Grain für 7. Ja, gib ihm. Und ja, wir machen gerade eine kleine Training-Runde. Primär, damit wir uns einen Workshop holen können. Damit ich auch da mal gucken kann, was sich so alles geändert hat. Wenn wir aber irgendwo ein lohnendes Ziel sehen, können wir immer noch rumschlachten. Ui, mehr Mulis.
Mach's raus. Na, 24. Das ist okay. Vor allem die 5 Mountain Bandits. Gibt doch alles Renown, was wir gebrauchen können. Also Influence. Immerhin hast du jetzt schon passives Einkommen. Lang lebe Alba. Ja, die Schwester ist super. Was mich drauf bringt, wir müssen dann eigentlich unseren Bruder auch eine Party zuweisen und irgendjemand anders dann das Dorf regeln lassen oder dieses Schloss regeln lassen. Wenn das denn so funktioniert. Also, dass die Familienmitglieder das alles selber regeln. Zusammenbleiben, zum Feind ausrichten, genau. Nee, das wird nach rechts gehen sollen. Wir haben einen Rekruten verloren, ja, das ist okay. Die können mit. Ja, vielleicht um unserem Bruder das zu geben. So. Wo wollten wir hin? Ich glaube, da hinten. Hallo Zocknaff. Oh, warte, ein Pferdedorf. Ja, da sagen wir nicht nein. Ganz viele Pferde, ganz viele davon, ganz viele davon. Wir kaufen ja eigentlich alles fast auf. So. Rüber. Ich sehe kein Einkommen mehr von ihr. War das nur temporär? Weil sie gerade irgendwas gekillt hat? Kann sie auch Companions haben? Das ging ja immer auf und ab, eventuell nur ihr Loot, ja vielleicht. Aber trotzdem sich bisher noch keine Kosten für ihre Truppen. Also es ist echt nur Überschuss, schickt sie quasi zur Familie nach Hause. Und wir sind das Familienoberhaupt. Na gut, dann mach du bitte Quartermaster. Und ich erstelle eine... Du hast einfach keinen, der sich drum kümmert. Und du erstellst bitte ein neues Ding. 110 kann er Einheiten steuern. So, gucken, wie das jetzt in die Höhe stößt. Geht. Oder ob unsere Schwester da irgendwie ein Ausnahmefall ist. So, ein paar Moodys können weg, aber nicht viele. Ganze Ramsch kann weg, Schwerter können weg. Eine Olive kann weg. Ich kaufe gerade viel zu viel Kram auf, ich würde es eigentlich lieber loswerden. Also gerade hier Weizen, Fisch und... Hatte ich hier noch irgendwas gekauft?
So, die ganzen Mulis, ja. Diese Mulis. So, das. Ich. Fische haben für 10 gekauft, ne? Gehe ich auf 12 runter. Also Rowald, Oxhall oder Pravent. Eins davon war das, wo ich die Mulis, glaube ich, loswerden konnte. Ein, zwei Steine weniger abbekommen, oder? Hat dein Bruder überhaupt Truppen? Nein. Momentan nicht. Ich wollte ihm eigentlich welche geben, aber ich habe dann vergessen, dass er ja gar nicht bei uns ist. Die haut aber schon, oder? Okay. Dass er gar nicht bei uns ist, sondern unten beim Schloss. Und dementsprechend konnte ich ihm denn keine von meinen Truppen geben, die jetzt gerade hier bei uns sind. Deswegen muss ich wieder runter nachher. Schwertskill mehr erhöhen, oder? Ne, ich glaube nicht. Gut, raus. From Parties plus 57. Jetzt Plural, ne? Es scheint jetzt der Überschuss zu sein von beiden Gruppen. Ich bleib gespannt. Tristatus sagt da, nimm. Dankeschön, Tristatus. Für den Sub. Oh, Fisch. So. Muli für 82. Nein. Weg. Tavern, das weg. Ospius Army. Nee, ich würde jetzt ungern eine Armee joinen. Ich brauche erstmal Geld. Nogans Partys attacked by Looters. Das wird nicht gut enden, wenn er keine Einheiten hat oder kaum Einheiten hat. Aber ich komme da nicht schnell genug runter. Okay, es wird definitiv nicht der Ort, wo mir die Dinger los wird. Da sind sie hier viel zu günstig. Nogat has been captured by Looters. Ach Junge. Funktioniert das? Bellingsing. Ah, nun gut genug. In welcher Hinsicht? Meinst du es mit dem Snowballen von den Reichen? Also bisher habe ich noch nicht gesehen, dass ein Reich super schnell super groß geworden ist. Aber dafür spielen wir diese Season noch nicht lange noch. Also bisher sieht es okay aus. Müssen wir im Auge behalten. Aber soll regelmäßig daran gearbeitet worden sein, damit das nicht mehr passiert. Oh, das sieht gut aus.
Ja. Oh, alle Pferde gehen dadurch weg. Gehen nicht runter im Preis. Ja, okay, aber nicht die Mulis. Die können auch mal hier runter auf 100 das. Also die kaufen leider nicht genug davon. Trotzdem gibt es einen guten Boost. Und... Das kaufen wir mal auf. Das sind gute Preise. Wird langsam. Wird langsam, wird langsam. Party Wages, Alders Party, minus 318. Okay, also ihre Truppe kostet jetzt doch auch was, aber nur, wenn es bei ihr gerade wohl nicht gut läuft. Das ist mir alles zu schwammig und hin und her, aber so ist anscheinend das Leben als Anführer eines Clans. Ich gehe mal den Bruder retten. Der muss ja da unten irgendwo sein. Wir sind mit dem wieder im Krieg. Habe ich da eine Nachricht weggeklickt oder habe ich was verpasst? Die steht direkt neben 40, 30 Lootern. Ja, okay, die können wir nehmen. So. Tag. Ja, also ich habe nicht mitbekommen, dass da wieder Krieg ist. Das macht es ein wenig unpraktisch, weil die könnten versuchen, unsere Burg zurückzuerobern und wir haben nicht wirklich viel drin. Nah dran. Okay, dann können die Reiter schon ein bisschen rumstenkern. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner bekommt was mit. Ich glaube, es ging ein bisschen anders. Aber ja. Affe ist deswegen keiner hingegangen, weil es keiner mitbekommen hat. Fliegt noch nicht, ja? Nö. Warum kommt mir nun das Sailor Moon Intro im Kopf bei dem Kampf? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. So, keine Verluste. 600 Gold. Gutes Ansehen. Guter Loot. Gerne mehr, wir müssen aber trotzdem noch unseren Bruder retten. Boah, sind da viele Leute auf dem Haufen. Also ganz viele kleine Truppen, aber die kriege ich nicht erwischt. Ne. So, in irgendeinem der Trupps sitzt unser Bruder drin, oder wie sehe ich das? Prisoner. Prisoner of Looters. Irgendwann wird er freikommen, aber trotzdem ist es halt... Nee. Kann ich irgendwo sehen, wie viele Gefangene die dabei haben? Das war jetzt später ein Perk, oder? Flandian Peasants, 5 Stück. Empire Peasants, 5 Stück. Ja, dieses P sind die Prisoner. Das ist auch praktisch. Das gab es, glaube ich, vorher auch nicht, oder? Die Anzeige? Alter, Level Up. Schön. Schön, schön. Unser Schloss ist allerdings gar nicht da in dem Gebiet.
Wir machen trotzdem einen kleinen Schnecker hier vorbei. Wir werden wir unser Zeug los. Mule für drei. Hier unten? Okay. Ja, hier, nimm. Bitteschön. Das kann auch runter. Das haben wir für 80 rumgekauft. Die alle weg. So 11.000. Wenn wir jetzt die Geschichte mit unserem Bruder irgendwie hinbekommen und Aldas Party nicht mehr so viel Gold verbraucht, können wir vielleicht langsam in Richtung Workshop gucken. Ich bin nur nicht ganz sicher, wo wir den Workshop holen sollten. Wahrscheinlich eher irgendwo hier, Pravind. Damit er nicht gleich zurückerobert wird und wir ihn verlieren, weil wir haben noch keine Perks, um das irgendwie zu sichern. Die nicht, ich kaufe keine neuen Mulis, nein. 12.000. Wir suchen Looter. Was ist, wenn ein Prisoner warte? Imperial Recruit. Ich weiß nicht, ob wirklich als NPC angezeigt wird oder ob er einfach nur eine militärische Einheit ist. Also reguläre Lords müssten angezeigt werden mit einem Namen. Ui. Das sieht nicht gut aus für uns. Sind keine guten Preise, was immer das gerade in grün sein soll. Ja, ich denke mal, die hauen jetzt unsere Jungs um und schnappen sie dann auf das Schloss, oder? Wir haben eine gute Militia, 160 Einheiten. Die Armee könnte ja auch da rüber gehen. Wir scheinen zu warten, was die anderen machen. So, 13.500. Hat sich unser Bruder vielleicht auch irgendwie heimlich befreit? Nö. Können wir ihr manche von unseren Companions geben? Also, dass wir zum Beispiel noch einen Arzt finden und ihr den Arzt geben? Jetzt, wo die Truppen da aufgerieben sind, jetzt kommt ihr in Wallung, ja? Stopp. Helfen. 624 gegen 543. Noch können wir gehen. Punkt 1. Punkt 2, wir haben ein Schloss nebenan, wo noch Truppen drin sind. Wir könnten also jetzt gehen, Truppen holen, wieder zukommen. Das macht mehr Sinn, oder? Ja, holen wir Truppen. Manage Garrison. Alle. Wir lassen jetzt einen Watchman da und
Batania Valentias. So, und jetzt könnten wir richtig gemein sein. Wir könnten jetzt die Schlacht durchlaufen lassen, hoffen, dass unsere Seite am Verlieren ist. Dann gewinnt die andere Truppe, kriegt den Loot und die Gefangenen. Oh, es ist... Nein, komm. Wir sind ehrenhaft, wir helfen da jetzt so. So. Attack. Ich dachte, Ashlyn ist nett. Ja, Ashlyn schon. Aber ich habe nicht nur Ashlyn in mir. Da sind noch Markus und Talana und so. Die gleichen das dann wieder ein bisschen aus. Und da alle Charten schaden wir auch. Oh, ich glaube, ich schnapp mir so einen Stein und tacker von der oben runter. Was? Ist kein Skyrim-Pferd? Doch, sehr gut. Bräuchte nur noch Ziele. Also ist eine schöne Position hier, aber der Feind will nicht. Okay, dann... anders. Wobei der Feind es genau richtig macht. Die bleiben bei ihrer Kartengrenze stehen. Das heißt, wenn Verstärkung kommt, haben sie sie instant und wir müssen erst warten, bis unsere Truppen einmal über das ganze Schlachtfeld gelaufen sind. So, das ist unsere. Der hat mich schon wieder vergessen und wir können da einfach reinhassen. Oh, du hast mich nicht vergessen. Pferd ist weg. Was machen unsere Leute da hinten? Alles Archer? Okay, meine Truppen sind viel zu wenig, aber... Da kommt nicht mal ein Feind. Bleiben wir gut zusammen, die Jungs hier. Ich tippe gleich um, weil irgendein Bolzen mich an der Seite trifft. Vielleicht kriege ich ja noch ein vorher. Nein. Ein vor umgehauen. Warum? Da hinten, die ganze Reihe da. Die ganze Reihe da oben. Warum machen die nichts? Die stehen einfach nur da und halten ihr Schild hoch. Oder gar keine Archer mehr sind. Jetzt lassen sie sich einfach überrennen. Würde ich im Krieg auch machen. Klingt sicher. Ja, aber das ist ein Spiel. Das machen wir mal. Was machen die hier alle? Also unsere Truppen ziehen sich gerade zurück und der Feind läuft mit und haut sie in die Seite. Haben die Moralversagen oder was? Ich glaube, wir haben hinten Verstärkung gekriegt und sie sammeln sich jetzt in den Mittelpunkt von den beiden Truppen. Das machst du auch immer. Ja. Wasser predigen, Wein trinken, ja das. Wenn du fällst, verliert die Armee die Moral. Ja, das ist richtig. Aber ich war nicht der Anführer dieser Armee.
Ich hatte nur einen kleinen Bruchteil, den ich steuern konnte. Dann haben meine Leute vielleicht die Moral verloren, aber das waren nur, keine Ahnung, 20% nicht mehr. Warum kriegt eigentlich Alda Taktik-Skill? Ach, die ist hier mit drin, oder wie? Okay. Ja, Alda ist Party. Das heißt, beide Truppen sind gleich aufgerieben. Aber es scheint hier zu unseren Gunsten zu laufen. Reduziert deine Kosten. Perfekt für einen Workshop. Die ganzen Verluste. Ja, vielleicht. Dann haben wir so eine Erholungsphase. Das heißt, ich kann im nächsten Off-Camera-Grind dann mit dem Workshop passiv auch noch ein gutes Einkommen reinbekommen. Ja. Aber ich denke mal, wenn diese Netzlars, Blobgewupps, Folly wirklich diesen 700-Tage-Timer drin hat, dann werde ich beim Off-Camera-Grind rüberkommen. Aber wie gesagt, die Hauptstory hat mich auch nie wirklich interessiert. Ich will einfach nur das Spiel spielen für eine Sandbox. Genau wie in Warband damals. Die Story interessiert mich da nicht. Die Story hat bisher alles immer kaputt gemacht, bei jedem Playthrough. Deswegen können die ruhig auslaufen. So, gib mir jetzt richtig guten Loot, bitte. Vielleicht eine ordentliche Rüstung oder einen Helm oder irgendwas. Wir haben gerade richtig geblutet für euch. Hält sich gut. Nicht gut genug. Wenn du trotzdem alles machen kannst, ist die ja auch egal, oder? Die war ja am Anfang nur wichtig, um ein Reich zu gründen. Um ein Reich gründen zu können. So habe ich es verstanden, ja. Also. Ich ignoriere sie jetzt erstmal einfach. So, wir haben doppelt so viel Renown bekommen wie für irgendwelche Plünderer. Was schon mal albern ist. Wir haben ein paar neue Freunde. Du bist jetzt mein Gefangener, weil ich das Gold brauche, leider. Du auch. Und recht viele Truppen, die wir auch alle mitnehmen für... Oh, und ganz viele Gefangene. Die wir alle mitnehmen. Okay, die wir alle aussortieren. Geht das jetzt schon? Nein, bei weitem nicht, okay. Ich würde die eigentlich ganz gern behalten. Die desertieren jetzt, wenn wir zu hoch sind, ne? Okay, Rekruten kann ich recht schnell wieder bekommen. Mercenary Guard war, glaube ich, teuer. Zu viele Einheiten. Levy Crossbowmen sind auch nicht so hoch. Die können auch weg. Stehst du direkt neben deiner Burg? Stimmt, das ist ein Argument. Okay, nimm alles mit. Ja. So. 1045 für eine Mace. Hat eine sehr kurze Reichweite. Ist aber Weapon Tier 5. Nehme ich. Also ich nehme alles mit auf jeden Fall, aber. Javelins.
12.500. Also ja, hat sich doch gelohnt, so zu bluten. Die eine Stelle da habe ich übersehen, das wären 1.200. Helme. So. Nicht unbedingt so unserer Nationalität entsprechen, aber das ist egal. Hauptsache sie schützen. Okay, gleich rüber. Dahin. Also, Manage Garrison. Ich hätte gerne dich nach oben. Die Sharpshooter wieder rein. Die ruhig aufgestuft. Die Sharpshooter da alle rein. Komische Billmen, Spearmen, Crossbowmen. Alles, was nicht irgendwie nicht zu einem Ritter werden kann. Und Auswärtige. Die können Bogenschützen werden. Pferde, aber ist okay. So, 440. Wir sind bei 15.000. Wir haben noch keinen einzigen Gefangenen verkauft oder ähnliches. Oh. Gold. So, Taverne. 6.300 für unsere Gefangenen. Und... Das Ding ist echt 12.000 wert. Kann es echt für 12.000? Oh Gott. Ja. Das ist wirklich nice, ja. Da hat die Stadt bald kein Geld mehr. Schön, schön, schön. Also ich glaube, wir können uns einen Workshop oder zwei leisten, hä? Gut, das heißt, wir kriechen uns jetzt erstmal nur Rekruten holen. Weil 24 ist viel zu wenig. So, Rekruten. Ah, Fieping Imperiale. Und ja, eigentlich sollte ich auf Imperiale umsteigen, weil es gibt wesentlich mehr Städte mit Imperialen, Rekruten, jada, 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 aber... Naja. Warum bist du hier immer noch Imperial? Das ist doch von uns. Ich dachte, sie hätten es jetzt geändert. Oh, nur Rennen ist frei. Ich dachte, sie hätten es jetzt geändert, dass die Rekruten, die man da holt, wirklich zu dem Königreich gehören, die es gerade erobert haben. Nicht, welche Nationalität das eigentlich hatte. Das hatten sie mal gekippt, oder? Na gut, also muss ich mir jetzt merken, wo die eigentlichen Landesgrenzen sind. Also für uns ist es, glaube ich, hier rum bis da irgendwo so. Das ist eigentlich Vlandia. Also die ehemalige Zwadia. So, Nogant ist in der Nähe von Sargot. Was ein Zufall. Da sind wir fast auch. So, die warten auf Pferde. Hi. Taverne, du bist nicht in der Taverne. Du bist nicht im Keep, du bist jetzt abgehauen. Ernsthaft? Last Scene at Sargot Today.
Das muss er gerade eben abgehauen sein. Okay. Achso, wir haben vergessen, da die Einheit mitzunehmen. Schön für die Dublandia. Neun ist okay. Boah, kann schön viel tragen. Ja, also er wird jetzt irgendwo anders hin unterwegs sein zu einer anderen Stadt. Müsstest du nicht wie bei Alba so ein Wappen auf der Map sehen? Nee, weil er gerade keine Truppen führt, also keine Party. Er ist ja gefangen genommen worden und dann wuseln die alleine rum, genauso wie die regulären NPCs. Die können dann auch innerhalb von... Wollten... Unsere kleine Schwester Fratz belagert gleich eine Burg. Wie man das so macht mit 14 oder was sie ist. Ja. Also nee, er ist jetzt irgendwo in der Taverne oder in einem Keep. Wir müssen halt warten, wo er aufploppt und wo er gesichtet wird. Die hat sich ja den anderen, der anderen Armee angeschlossen, ja. Bist ein guter Steward. So wichtig ist mir ein weiterer Steward dann doch nicht. Wo wollte ich jetzt genau hin? Achso, ich wollte in irgendein Gebiet, wo es denn sicher ist, einen Workshop zu bauen. Garden sollte sicher sein. Das ist relativ weit inland. Wir müssen jetzt nur gucken, was für Dörfer in der Nähe sind. Wir haben hier einmal Oliven und wir haben Weintrauben und wir haben Fisch. Das heißt, wir können Öl, Wein oder noch irgendwas herstellen. Das ist aber doof. Es wäre besser, wenn man eine Stadt hat, wo zweimal dasselbe hergestellt wird. Pravind hat Rulund, Larnak und Panolsia. Also die drei. Grain, Hawk, Hawk. Was kann man aus Hawk machen? Gar nichts, oder? Oxhall ist Marvain, Ortain und Phrygian. Clay, Hardwood und Flax. Leder? Fragezeichen? Ich weiß nicht, ob aus Hawk Leder gemacht wird. Bin ich mir nicht sicher. Hat jemand da Erfahrung drüber? Jakulan hat 4. Hat so eine Prosperity von 4000. Da muss man auch drauf achten. Je höher die Prosperity von der Stadt ist, desto besser. Ich würde hier Haxen draus machen. Ja, ich weiß nicht, ob Haxen, also Fleisch, ein Workshop ist. So, Aromak. Shormand, Alustard und Mod. Also die zwei und die zwei. Da haben wir Schafe, Oliven, Hawk und Oliven. Nochmal Oliven. Also zweimal Oliven hier. Das heißt, wir können eine Ölpresse da machen. Das sollte profitabel sein. Das heißt, ich werde jetzt mit euch zusammen nochmal den Workshop einrichten, gucken, wie der so ein bisschen läuft. Und dann erstmal wieder auf Camera grinden, weil es wird mir schon langsam ein wenig zu spät. Dump. So, dann suchen wir jetzt einfach nur irgendeinen Laden, laufen rein und kaufen den.
Idealerweise, wenn es hier schon irgendwo eine Ölpresse gibt. Da. Die aufkaufen. Ups. Achso, du bist nur ein Ölpresser. Du bist Olive Press da hinten. Musst du überhaupt grinden? Läuft doch gut. Ne, ich müsste die Truppe wieder aufbauen. Also die Reitertruppe ordentlicher aufbauen. Aber du hast recht, so viel müsste ich eigentlich gar nicht grinden. Das heißt, eventuell mache ich heute den nächsten Stream direkt hier im Anschluss. Also dann morgen oder übermorgen. Ja, schaue ich dann. Wem muss ich hier sprechen? Bist du zuständig? Ich würde das gerne kaufen. 14.000, ja. Und wir bleiben dabei, was es jetzt ist. So, 14.000 weg. Wir haben eine Ölpresse. Das wird jetzt nicht erstmal großartig was machen, aber hoffentlich in ein paar Tagen dann umspringen. Wir können einfach mal kurz ein bisschen rasten. Für die Heilung. Ah, eins der Dörfer wurde ein bisschen geschliffen. Oder das andere, weil ich nichts bekomme. Einkommen sind dann ganz schön runter. Gut, ich meine die ganzen Looter hier. Ich hoffe, bei uns zu Hause sieht es nicht so aus. Können wir mal nachgucken. Also wir hatten es früher mal in einer der Staffeln, dass jeder Workshop an die 500 Gold gebracht hat, was übertrieben krass war. Danach hatten sie es mal gebalanced und dann war das Max, was sie aus dem Workshop rausholen konnte, so um die 100. Mal gucken, wie sie jetzt ist. So, wo ist unser Bruder jetzt eigentlich gelandet? Charas ist er. Pause. Ach. Ja. Gut. Sind jetzt schon so 260, oder? Workshop Income 44. Also hält sich noch in Grenzen. Oh. Tubilis Castle. Da bist du mit bei. Ja, ich kann leider nicht sehen, wie groß die Armee ist. Wir haben 226 Gefangene dabei, 350 aktive Truppen und 500 Verwundete. Und die fliehen vor einer anderen Armee. Die andere Armee können wir da nicht sehen. Ich werde da nicht großartig helfen können. Keep. So, Bruder eingesagt. Ein, zwei Mulis gekauft. Und hoffen, dass die Armee da unten nicht geschliffen wird. Jo, wurde sie. Mist. Es gab wenigstens Ruhm und Ehre für die Familie. So ähnlich. Du Karawane. Ja, wir haben keine so besondere Truppe. Also ich mache Shelby back. Hier wird auf jeden Fall zurück sein. Und es gab für sie richtig gut Skill. Das hat man in der einen Schlacht gut beobachten können. Ja, ich werde es auf jeden Fall erstmal speichern. Ist ja doch gut gelaufen, trotz anfänglicher technischer Probleme. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein bisschen grinden werde. Wenn, dann wahrscheinlich einfach nur hier ein bisschen im Kreis laufen, Looter angreifen, damit die Dörfer ein bisschen mehr Prosperity bekommen. Ich behalte den Workshop im Auge, der ist jetzt bei 62, ist immer noch die Welt. Eventuell kaufe ich auch noch einen zweiten. Irgendwo hier in der Nähe, muss man dann gucken.
Aber es sollte eigentlich nichts Großartiges passieren. Vielleicht mache ich einfach gar nichts und dann sehen wir uns beim nächsten Mal sofort wieder. Jetzt muss ich dann schauen, wie es denn so läuft. Aber ich denke, morgen 20:30 mache ich erstmal mit Medieval Dynasty weiter. Dass wir da so ein bisschen Abwechslung haben. Und vorher dann Factorio so gegen 18 Uhr. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bye bye.